Ton ist an. Wir sind auf YouTube. Ton habe ich. Ding habe ich. Und wo waren wir? Wir waren bei Kurven. Und ich muss Ihnen noch das Beispiel zeigen. Okay, herzlich willkommen zur 10. Vorlesung. Den Chat bedient heute der Herr Wellmann. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, ist das nicht der Herr Heidelberg heute. 10. Vorlesung, es geht um partielle Ableitungen, bevor ich mit dem Kapitel hier anfange. Das letzte Mal hatten wir Kurven gemacht und da wollte ich Ihnen noch ein Beispiel zeigen. Was da? Also ich hatte zuletzt letzte Stunde einen Satz bewiesen. D war das kompakte Intervall AB. U war eine offene Teilmenge. Ja, also das hier war AB. A war kleiner als U. Das hier war eine offene Teilmenge im R hoch K. Den R hoch K mit der euklidischen Norm ausgestattet und dem üblichen Skalarprodukt. Von der Funktion wollten wir, dass sie C1 ist, also einmal stetig differenzierbar. Dann war die Aussage von dieser Kurve, das hier beschreibt dann in dem R hoch K eine Kurve. Also da haben wir irgendwo ihr AB, da haben sie den R hoch K. Okay, im besten Fall kann ich dreidimensional zeichnen und dann ist in dem R hoch K so eine Kurve, irgend so ein Stück Draht. Dann war die Aussage, dem hier kann man eine Bogenlänge zuordnen und die Formel für die Bogenlänge war, sie integrieren das AB, die euklidische Norm der Ableitung von dieser Funktion. Ein Beispiel, das alle kennen, den Umfang von einem Kreis, wollte ich als Beispiel machen. In Übungen sollen Sie dann die Länge von dieser Nielschen Parabel ausrechnen. Das ist auf dem Übungsblatt nächsten Dienstag drauf. Also Beispiele. Das erste Beispiel wäre der Kreisumfang. Ja, jetzt brauche ich eine Parametrisierung, eine Abbildung des Kreises. AB wähle ich 0 und 2 Pi in R2 und dann geht irgendein T, wird abgebildet auf den Vektor Sinus T, Cosinus T. Okay, und wenn Sie jetzt einen Kreis mit Radius R haben wollen, dann schreiben Sie hier noch einen kleinen r davor. Ja, für einen r größer als 0. Auch für r kleiner als 0 wäre das eine Parametrisierung von einem Kreis. Was ist jetzt F'? Ja, wenn das hier F ist. F' die Ableitung, Sinus und Cosinus ableiten.
Das ist dann der Vektor r mal Sinus abgeleitet gibt den Cosinus. Cosinus abgeleitet gibt minus Sinus t. Das heißt, jetzt brauchen wir die euklidische Norm von diesem Vektor hier. Das ist dann r Quadrat Cosinus von t im Quadrat plus r Quadrat Sinus Quadrat von t. Und die Norm, muss ich noch die Wurzel draus ziehen. Okay, Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat gibt 1, das heißt, hier kommt einfach r raus. Das heißt, nach meiner Formel ist die Länge von dieser Kurve, ja, da ist r, das ist mein Kreis, ist also das Integral von 0 bis 2 Pi von r dt, die konstante Funktion integriere ich hier, eine konstante Funktion r, das ist also 2 Pi mal r. Und diese Nielsche Parabel Sie erinnern sich, die Parametrisierung hatten wir uns das letzte Mal noch überlegt. Minus 1, 1 in den r-Quadrat und t wird abgebildet auf t-Quadrat, t hoch 3. Und das Bild dazu war sowas. Ja, hier ist 1, hier ist die 1 hier und hier und hier ist auch die 1 und hier ist die 0 und da macht es an dem Punkt 0 hier, dem Punkt 0, 0 hat diese Nielsche Parabel so eine Spitze. Von dem Ding können Sie dann auch die Länge ausrechnen. Okay, das war schon alles, was ich zu dem sehr kurzen Paragraphen 14 sagen wollte. Partielle Ableitungen. Für den Paragraphen betrachte ich ein R hoch n und auf dem R hoch n das Standard-Skalarprodukt. Ja, der reelle euklidische Vektorraum, Dimension n. N, eine natürliche Zahl. Und dann habe ich die Norm, das ist wieder meine, schreibe ich wieder 2-Norm, das ist die Wurzel aus dem Skalarprodukt von dem x mit sich selbst. Dann wird in dem Abschnitt immer die Menge u wieder eine offene Teilmenge des r hoch n sein. Das u könnte auch der gesamte r hoch n sein.
Dann wird x wird ein Vektor sein aus dem R hoch n, so ein Element aus dem R hoch n, aus U in meinem U soll das drin liegen. Dann haben wir zu dem R hoch n die kanonische Basis. Ja, Vektoren i1 bis en, die kanonische Basis. Der j-kanonische Einheitsvektor besteht aus lauter Nullen, einer 1 an der j-Stelle. Und dann diesen Vektor x. Das wird wieder so ein Spaltenvektor sein, x1 bis xn. Das hier sind die Koordinaten dieses Vektors bezüglich dieser Basis. Okay, dann haben wir immer noch eine Funktion von u. Als wir die Kurven hatte ich immer eine Funktion von r in den r hoch k. Jetzt mache ich eine Funktion vom r hoch n. Und jetzt machen wir es zunächst noch einfach vom r hoch n nach r. Ja, und dann ein x wird abgebildet auf ein f von x, und dieses f von x werde ich schreiben, das ist jetzt eine Funktion, die von diesen ganzen Koordinaten x1 bis xn abhängt, das werde ich dann auch so schreiben, ja, x1, Punkt, 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 xn, eine Funktion in n Parametern. Ja, das große Ziel ist, nächste Woche schauen wir uns dann Funktionen vom r hoch n in den r hoch m an. Aber zunächst als Vorbereitung, das kann man sich vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen, Funktionen vom r hoch n nach r. Wenn Sie das zeichnen müssen, ja, dann haben Sie so eine Ebene, das hier ist mein r hoch n. Und jetzt können Sie in die dritte Dimension, wenn das n2 ist, würde ich jetzt hier das f von x zeichnen. Ja, dann kriegen Sie irgend so eine Fläche. Jeden Punkt hier, der hat eine Höhe, die dann so ein Handtuch beschreibt, ja? Das sind dann. Wenn ich jetzt die Funktion ableite, habe ich jetzt plötzlich mehrere Koordinaten, mehrere Parameter, nach denen ich ableiten kann, ja? Das heißt, wir sagen, so eine Funktion ist in x aus dem r hoch n, aus u, und jetzt da in eine Richtung. Und oft sagt man, das ist in Richtung xi partiell ableitbar. Man sollte eigentlich sagen, besser sagen,
es ist Ableih, es ist in Richtung des kanonischen Basisvektors. Ja? Also ein x ist ja eigentlich keine Richtung, sondern der Basisvektor gibt Ihnen die Richtung an. Ist in Richtung xj, besser würde man sagen ij für irgend so ein j aus 1 bis n partiell differenzierbar, falls, wie macht man das jetzt? Ja, jetzt da ist das hier eine, den xj-Eintrag hier betrachte ich, alle anderen halte ich fest und dann leite ich bezüglich diesem j-Eintrag leite ich ab. Differenzierbarkeit hatten wir für Funktionen von r nach r dadurch definiert, dass wir gesagt haben, dass der Limes von dem Differenzenquotienten existiert. Das heißt, jetzt schreibe ich wieder einen Differenzenquotienten hin und jetzt schreibe ich einen Differenzenquotienten hin für den J-Eintrag, also für den J-Parameter, von der diese Funktion hier abhängt. Also falls der Grenzwert h gegen 0 f von x plus h mal ej. Ja, x ist ein Vektor, auf dem kann ich ein h ist eine reelle Zahl, h mal ej drauf addieren, minus f von x, das dividiert durch h, falls das hier existiert. Und wenn das Ding hier existiert, dann werde ich die Notation verwenden, das ist dann so ein Kringel, dann ist das ein j, und dann ist das ein f an der Stelle x. Ja, statt in manchen Büchern finden Sie vielleicht so ein d nach dxj. Oder manche schreiben groß dj. Oder was gibt es noch? Xj. Ja, das ist irgendwie die Schreibweise mit den wenigsten Zeichen. Und das, oder die da wäre genauso gut, ja. In dem Skript von Herrn Saal, erst hatte ich alles mit dem hier geschrieben, dann habe ich gesehen, Herr Saal schreibt das so, dann habe ich gesagt, okay, ich mache die gleiche Schreibweise wie in dem Skript von Herrn Saal, weil ich das im Ilias hochgeladen habe. Ja, und dieses f von x plus hij, das ist ja nichts anderes,
wenn Sie die Schreibweise von vorhin verwenden, wo ich gesagt habe, ich streiche hier die einzelnen Koordinaten von dem x ein, dann hätten Sie hier ein xj minus 1 und an der j-Stelle, wenn Sie da ein h drauf addieren, dann haben Sie hier an der Stelle das plus h. Ja? Hier steht ein Komma, hier ist ein Komma, hier ein Komma, hier ein Komma, dann kommt xj plus 1 und dann geht es weiter bis zu einem xn. Ja? Die ersten j minus 1 Koordinaten halten wir fest, die letzten n minus j minus 1 Koordinaten halten wir fest und betrachten das Ganze nur als eine Funktion in dem j-Parameter. Und bezüglich dem hier habe ich hier oben die Ableitung hingeschrieben. Ja, das hier ist die Ableitung bezüglich der j-Koordinate. Ja, jetzt habe ich definiert, ist in Richtung xj partiell differenzierbar. Und dann sagen wir, eine Funktion ist partiell differenzierbar, wenn sie in all diese Koordinatenrichtungen partiell differenzierbar ist. In einem x aus u. Falls diese partiellen Ableitungen die j von f von x für alle j von 1 bis n existieren. Ja, f ist in dem Punkt partiell ableitbar, wenn diese ganzen Ableitungen existieren. Und dann setzen wir der Vektor, der rauskommt, wenn ich das f, ja, jetzt da in diesen Vektor mit n Einträgen, wo ich immer die partiellen Ableitungen reingeschrieben habe. Und das hier setze ich als, das hier bezeichne ich mit Gradient, das ist so ein umgekehrtes Dreieck. Dann setzen wir, ich brauche ein bisschen mehr Platz, Gradient f von x oder Grad, das habe ich nicht schön geschrieben. Und das ist Absicht, dass das hier ein Zeilenvektor ist. Ja, das hier ist eine Zeilenvektor. Also ein Element aus dem Dualraum von dem R hoch n. Haben Sie in linearer Algebra wahrscheinlich so genannt, ja? Das heißt, ich kann dann einfach einen Zeilenvektor kann ich auf einen Vektor anwenden und bekomme eine reelle Zahl raus. Machen wir ein paar Beispiele, wie sowas aussieht.
Gibt es irgendwas im Chat? Ich wurde gerade gefragt, ob es bei einer Skalarfunktion nicht die Differenz ist, die Divergenz. Das definiere ich als Gradient. Was die Divergenz ist, Divergenzen brauche ich. In Anna 1, in Anna 2 brauchen wir noch keine Divergenzen. Dann war vorhin einmal, könnte man anstatt der 2-Norm auch eine andere äquivalente Norm benutzen. Und das, was vielleicht am Anfang war, dass wir für die Länge das definiert hatten. Bis jetzt habe ich noch keine Norm gebraucht. Sehen Sie, bis jetzt haben wir nur einen einfachen Limes für Funktionen von R nach R gebraucht. Das war direkt am Anfang, als wir die Länge vom Rand des Kreises berechnet haben. Können Sie, wenn Sie da eine andere Norm nehmen, dann ändern Sie ja die Art, wie Sie Längen messen. Dann ändert sich plötzlich die Länge von dem Kreis, ja. Also sobald wir Längen messen, spielt die Norm, für die wir uns entscheiden, eine große Rolle. Nur für den Begriff Stetigkeit und Kompaktheit hat die Norm keine Rolle gespielt. Dann ist noch einmal, ist es formal okay, wenn man auf dem Nabla-Operator aus Gewohnheiten frei setzt? Die Physiker malen gern Pfeile auf den Nabla-Operator, ja. Den Nabla werde ich mal verwenden. Also Nabla ist dieses umgekehrte Dreieck. Das umgekehrte Dreieck heißt Nabla. Okay, Beispiele. Ich hoffe, ich langweile Sie jetzt nicht zu sehr, ja? Wir fangen wieder ganz langsam an. N gleich 2. Das heißt, ich brauche jetzt eine Abbildung vom R2 nach R. Das heißt, wir haben jetzt den Vektor x1, x2. Und den bilden wir ab nach 3x1 Quadrat mal x2 hoch 3. Was kommt jetzt raus, wenn ich das in Richtung des ersten kanonischen Basisvektors ableite? Dann nehmen Sie einfach das, was hier steht, und leiten das nach x1 ab. Ja, deswegen diese Notation d nach dx1. Nach dem x1 abgeleitet steht dann einfach 6x1 x2 hoch 3. Nach der zweiten Komponente abgeleitet steht dann 3 mal 3 gibt 9, 9x1 Quadrat, x2 Quadrat. Jetzt ist klar, dass man sowas auch mehrfach machen kann. Ja? Das, was jetzt hier rauskommt, kann ich ja nochmal partiell ableiten. Da würde ich dann schreiben, wenn ich jetzt das hier das, was hier rausgekommen ist, leiten wir jetzt nach der zweiten Komponente nochmal ab. Was kommt dann raus? Nehmen Sie den Ausdruck hier, betrachten das als eine Funktion in x2 und leiten nach dem x2 ab. Das heißt, an dem 6x1 ändert sich nichts, dann kommt ein 6 mal 3
gibt 18, x1, x2. Wenn Sie das hier unten nochmal nach dem ersten ableiten, ja, jetzt dann nach dem ersten, nach dem x1, dann habe ich hier 9 mal 2, gibt wieder 18, x1, x2. Und dass hier das Gleiche steht, ist kein Zufall. Das werde ich nachher in einem Satz beweisen, dass die Reihenfolge der partiellen Ableitungen unter gewissen Voraussetzungen keine Rolle spielen. Okay, was können Sie noch machen? Jetzt könnte man natürlich, Sie könnten zweimal nach x1 ableiten. Sie könnten zweimal was kommt dann raus, wenn Sie zweimal nach x2 ableiten? Ja, ja. Das habe ich falsch gemacht. Ups. Den hier muss ich nach x1 ableiten, ja. Warte kurz, Sie hatten dort bei x2 die 1, bei x2 das Quadrat vergessen. Da stimmt, da habe ich das Quadrat vergessen und da unten habe ich es auch vergessen. Vielen Dank. Okay, den hier wollte ich nach x1 ableiten. Dann kommt 6x2 hoch 3 raus. Wenn ich das hier nach x2 ableite, kommt 18x1 Quadrat x2 raus. Ja, jetzt können Sie Sachen ableiten. Was ist denn der Gradient? Also von diesem f von x. Das ist der Zeilenvektor. Da müssen Sie jetzt diese beiden Einträge reinmachen, ja? Das heißt 6x1 x 2 hoch 3 und 9x1 Quadrat x2 Quadrat. Da kommt ein Komma dazwischen. Funktion, die ich jetzt in dem punktierten r hoch 3, punktiert bedeutet, ich nehme einen Punkt raus, und zwar die 0 aus dem r hoch 3 nach r, und das betrachten wir die Abbildung, das kommt in der Physik oft öfter vor. Ja, die Abbildung, die einen Vektor auf 1 durch die Länge des Vektors abbildet. Fragen Sie einen Physiker Ihres Vertrauens, das ist ein Potential, wenn man eine Ladung hat, dann beschreibt der Gradient von dem hier, beschreibt die Feldlinien. Für Abbildungen vom r hoch 2 nach r dürfen Sie das nächste Woche zeichnen. Okay, was ist das? Das ist 1 durch die Wurzel x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat. Okay, was ist die Ableitung nach der ersten Komponente von dem hier? Ja, jetzt muss ich das hier nach x1 ableiten. Das gibt dann minus 1 halb
1 durch die Wurzel gibt minus 1/2. Dann steht hier x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat hoch minus 3/2. Dann muss ich noch nachdifferenzieren, gibt mir ein 2x1. Was kommt raus, wenn ich das hier nochmal nach x1 ableite? Okay, hier kürzt sich die 2 gegen die 2. Das heißt, wenn ich nochmal ableite, steht hier minus, minus 3/2 gibt plus 3/2 x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat hoch minus 5/2 mal 2 x1, dann steht hinten hier noch ein x1, also ein x1 Quadrat. Jetzt kommt Produktregel, ja, plus minus 1/2 x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat hoch minus 3/2. Wenn ich x1 ableite nach x1, kommt einfach eine 1 raus. Ja, und das kann man, da hat man jetzt ein gemeinsames, heben wir, klammern wir so ein x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat hoch minus 5/2 klammern wir aus. Würden sich da nicht wieder die 2 und die 1/2 wegkürzen? Die kürzen sich wieder, so stimmt, die kürzen sich weg. Die sind wieder weg und die kürzt sich auch weg. Hätte ich gleich gemerkt, dass ich mich verrechnet habe. Okay, x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat hoch minus 5/2 klammer ich aus. Dann bleibt mir von dem hier ein 3x1 Quadrat übrig, minus, und dann steht hier ein x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3. Ja, da bleibt 1, kann 1, 1 übrig, dann sieht das so aus. Das heißt, hier, das hier kann ich noch zusammenfassen. Dann stehen hier 2x1 Quadrat minus x2 Quadrat minus x3 Quadrat. Da habe ich das Quadrat gerade vergessen. Sie sehen, Analysis ist manchmal ein bisschen mühsam zum Rechnen. Die meisten von Ihnen machen gerade CompAna. Da sehen Sie dann, dass ein Computer das genauso gut kann, wie ich das an der Tafel kann. Und der verrechnet sich nicht. Okay, was passiert, wenn ich die Funktion zweimal nach x2 ableite? Dann kommt genau das Gleiche raus, nur dass sich jetzt die Rolle von x1 und x2 vertauscht. Ja, dann kriegen Sie hier hinten ein
x2² minus x1² minus x3². Und wenn ich zweimal nach der dritten Komponente ableite, x3² hoch minus 5/2, 2x3² minus x1² minus x2². Und wenn man sich das anschaut und jetzt die Summe bildet, ja, jetzt da schreibe ich statt dx, statt diesem D1 schreibe ich D1². Wenn Sie das hier und das hier und das hier, also diese drei Dinge, die ich Ihnen jetzt hier unterstreiche, zusammen addieren, dann sehen Sie, da kommt eine 0 raus. Das, was hier steht, das hat einen Namen, das schreibt man als so ein Dreieck. F von x. Und das ist, dieses Dreieck ist der sogenannte Laplace-Operator. Die Physiker unter Ihnen kennen wahrscheinlich einen Laplace-Operator. Und Funktionen, die erfüllen, dass der Laplace-Operator auf sie angewandt 0 ist, sind harmonische Funktionen. Ja, also das, was hier, das ist eine harmonische Funktion. Wenn Sie mit Analysis weitermachen, begegnen Ihnen noch oft solche harmonischen Funktionen. Das ist irgendwie sehr, das kommt sehr oft vor, dass man an Funktionen interessiert sind, wo die Summe der zweiten partiellen Ableitungen, wo die 0 ist. Das war mein erstes Beispiel, ja. Das hier war das zweite. Dann schauen wir uns noch ein drittes Beispiel an. Okay, wieder ein bisschen einfacher, nicht so viel Schreibarbeit. N ist wieder 2 und ich schaue mir an eine Abbildung vom R2 nach R. Und zwar eine Abbildung, die Sie schon kennen, als wir uns um stetige Funktionen von R, von dem R hoch N nach R hoch M und sowas angeschaut haben, hatte ich die schon mal angeschrieben. Das soll sein x1, x2 durch x1² plus x minus oder plus? Plus. Das machen wir, wenn das x1, x2 nicht 0 ist und 0 sonst
Also 0, wenn x1, x2 0 sind. Wie sieht es mit der partiellen Ableitbarkeit von diesem Ding hier aus? Ja, wenn Sie sich anschauen, partielle Ableitung hieß in der ersten Komponente, okay, der einzige kritische Punkt ist uns klar, ist der Punkt 0, 0. Überall sonst ist das eine harmlose Funktion und die kann ich natürlich überall ableiten. Das heißt, wir müssen uns diesen Punkt 0 anschauen. Das heißt, Sie haben irgendwie ein f von h, 0 minus f von 0,0. Und dann müssen wir das Ganze durch h dividieren und dann den Grenzwert betrachten, h gegen 0. Was kommt denn aber jetzt hier raus, ohne dass ich mal den Limes davor schreibe, h gegen 0? F von h, 0, die zweite Komponente ist 0, das heißt, hier steht einfach 0. Ja, f von 0,0 ist 0, wenn das x2 0 ist, steht hier auch 0, dann kommt 0 raus. Das heißt, die Funktion an der Stelle 0, 0 ist 0. Ja, die kann ich partiell ableiten an der Stelle 0. Wie sieht es aus in der anderen Richtung? Ja, wenn Sie jetzt da das umdrehen, Sie sehen, das Ganze ist einfach, ich kann x1 und x2 austauschen, wie ich möchte. Das heißt, das hier wäre eine Funktion, die ist im Punkt 0 partiell differenzierbar. In Richtung e1 und in Richtung e2. Wenn Sie zurückdenken, das hier war ein Beispiel für eine Funktion, die nicht stetig war im Punkt 0. Ja, so eine partielle Ableitung, dass sowas existiert, ist ein relativ schwacher Begriff, der garantiert Ihnen nicht mal, wenn partielle Ableitungen existieren, garantiert es Ihnen nicht mal, dass die Funktion an der Stelle stetig ist. Okay, jetzt beweise ich Ihnen, dass an der Stelle, dass hier jeweils das Gleiche rauskommt, dass das kein Zufall war.
Ja, wir nehmen eine Funktion. In meinem ganzen Abschnitt ist das, schreibe ich nicht extra hin, hatte ich ganz am Anfang hingeschrieben, in dem ganzen Paragraph 15 ist das u eine offene Teilmenge des r hoch n. Und was ich jetzt haben möchte, dass es nicht auf die Reihenfolge der partiellen Ableitungen ankommt. Also dass die Ableitung, wenn ich nach i und nach j ableite von dem f, dass dann das gleiche rauskommt, wie wenn ich erst nach i und dann nach j ableite. Okay, was brauche ich da als Voraussetzung an das f? Wir brauchen auf jeden Fall, dass das f zweimal, dass ich das zweimal ableiten kann. Und ich brauche sogar noch ein bisschen mehr. Es muss zweimal stetig partiell differenzierbar sein. Statt differenzierbar, weil das so ein langes Wort ist, schreibe ich diffbar. Was meine ich mit stetig partiell differenzierbar? Das heißt, die partiellen Ableitungen nach der i-ten Komponente und diese ganzen gemischten Ableitungen existieren und sind stetig. Ja, und jetzt das gilt für alle, für i und j von 1 bis n. Also sei f partiell stetig, dann ist, dann darf ich das hier vertauschen und das gilt wieder für i und j von 1 bis n. Das heißt oft Satz von Schwarz. Ich hoffe, das ist richtig geschrieben, der Schwarz. Machen wir uns das klar, warum ich das machen darf? Okay, ohne Einschränkung. Hier kommt es ja nur darauf an, dass ich zwei Richtungen miteinander vertauschen darf. Das heißt, ich kann sagen, wir beschränken uns auf den Fall n gleich 2. In den anderen Komponenten sind die Funktionen konstant, meine Differenzenquotienten. Ja, wir werden Differenzenquotienten betrachten müssen. Das heißt, es reicht, das aufzuschreiben, dass dieses f hier nur von zwei Variablen abhängt. Und damit ich nicht ganz so viele Indizes habe, nenne ich das x1x und das x2y. So rum. X ist x1 und y ist x2. Und wir zeigen, dass das hier das gleiche ist. Ja, der Fall, dass i gleich j ist, ist auch uninteressant. Wenn i gleich j ist, dann steht hier sowieso jeweils das gleiche dort. Jetzt nehme ich zwei Parameter.
ich hatte diese Differenzenquotienten, hatte ich geschrieben, wo ich ein h gegen 0 geschickt habe. Jetzt brauche ich noch einen zweiten Parameter, den ich auch dann gegen, in dem Differenzenquotienten gegen 0 schicke. Also das hier sollen Zahlen sein, reelle Zahlen, nicht 0 und betragsmäßig. Klein, wir betrachten nachher den Limes, dass h und k gegen 0 gehen. Und die sollen so klein sein, dass wenn sie auf das wir halten auch noch das x fest, betragsmäßig klein. Okay, dann muss heute hier noch hin, sei x ein beliebiger Punkt in U. Das sollte ich nicht schreiben. Ja. Jetzt habe ich das x so gemacht, dann brauchen wir ein xy aus U. Und jetzt, da möchte ich die so klein wählen, dass x plus h Buchstaben Zeta Y plus H Zeta, das hier in U ist für und eigentlich bräuchte ich jetzt hier unterschiedliche. Ja, hier möchte ich ein K, gut, und das hier soll gelten, wenn ich, ja, das bedeutet in einer, eine ganze Umgebung, dieses H und K sind so klein, dass eine ganze Umgebung von dem Punkt XY noch in dem U drin ist. Und da U offen ist, finde ich, kann ich das H und das K so klein machen, dass das geht. Jetzt dafür ein T zwischen X und X plus H. Betrachten wir jetzt die Funktion, t wird abgebildet auf g von t und g von t definiere ich als die Funktion, die ich in der ersten Komponente das t habe und in der zweiten Komponente erinnert das jetzt ein bisschen an den Differenzenquotienten, ja, y plus k minus f von y. Wenn ich jetzt durch k dividieren würde und das k gegen 0 gehen lassen würde, dann hätte ich hier die Ableitung nach der zweiten Komponente stehen. Auf das hier wende ich jetzt den Mittelwertsatz an. Das war in Analysis 1, 7, 3, Satz 3. Mittelwertsatz hieß, wenn Sie eine Funktion haben zwischen zwei Punkten, dann gibt es irgendwo dazwischen, gibt es eine Stelle, wo die Ableitung der Funktion das gleiche ist wie die Sekantensteigung. Gibt es einen Zwischenwert, C,
zwischen dem x und dem x plus h mit g von x, das ist der eine Endpunkt, minus g von x plus h, so rum will ich das, minus g von x. Das ist das gleiche wie die Ableitung an dieser Stelle c mal h. Ja, das f hier war zweimal partiell ableitbar in dieser Komponente. Das heißt, dieses g hier ist zweimal stetig differenzierbar. Das heißt, auf das darf ich diesen Mittelwertsatz anwenden. Diese Ableitung g' existiert. Jetzt setze ich das, was hier steht, setze ich ein. Ja, g von x plus h setze ich das hier ein. G von x plus h ist also f von x plus h y plus k minus f von x plus h y minus g von x ist f von x y plus k minus, und dieses Minus hier gibt ein Plus, und dann steht hier ein f von x y. Die Ableitung von, also g' ist das gleiche wie die partielle Ableitung nach der ersten Komponente. Ja, das war, was ich jetzt hingeschrieben habe, ist das. Das hier ist gleich g'. G' ist die Ableitung nach der ersten Komponente von f an der Stelle c y plus k minus f, minus die Ableitung nach der ersten Komponente f von c y, und das Ganze muss ich mit h multiplizieren. Jetzt wenden wir auf das hier nochmal den Mittelwertsatz an. Also nochmal dieses 7,3 Satz 3. Dann kriege ich hier raus, dass es dann die Ableitung nach der zweiten Komponente, die Ableitung nach der ersten Komponente von f an der Stelle c, d mal h mal k. Das gilt jetzt für ein d. Zwischen y und y plus k. Sehen Sie, jetzt habe ich es geschafft, hier diese partiellen Ableitungen hinzubekommen. Was muss ich jetzt machen?
Jetzt machen wir die gleiche Rechnung nochmal und tauschen die Rolle von dem x und y. Das heißt, statt einem t zwischen x und x plus h nehme ich jetzt ein s zwischen x und y plus k. Ja, gleiche Rechnung nochmal. Statt einem t nehme ich jetzt ein s zwischen y und y plus k. Definiere ich eine Funktion s, okay, g, neues g, g Schlange. Und dieses g Schlange ist jetzt, dass ich jetzt, jetzt bilden wir die Differenz, dann kriege ich, oh, wie habe ich es gemacht? Das ist x plus h s minus f x s. Jetzt wieder Mittelwertsatz. Bisschen größer schreiben. Ne? Mittelwertsatz gibt mir jetzt ein, wie will ich es nennen? Okay, nennen wir die Stellen zwischen in der x-Komponente, habe ich d genannt, ja? Ne, in der y habe ich es d genannt. Kriegen wir raus, dass g Schlange von y plus k minus g Schlange von y das gleiche ist wie g Schlange Strich an der Stelle, an einer Stelle d Schlange mal die Länge. Die Länge ist das k. Das gilt wieder für ein d Schlange. Zwischen y und y plus k. Das heißt, dann schreibe ich wieder f von x plus h. Ja, jetzt setze ich wieder das gleiche ein, was ich da unten habe. Y plus h minus f von x y k, das y kommt immer das k, minus f x plus h y, das ist, kommt von dem hier, plus f von x y. Ja, jetzt habe ich wieder eingesetzt in die Definition von dem G-Schlange. Das, was hier steht, das hier, ist einfach das hier. Das ist das Gleiche. Jetzt die Ableitung von dem G-Strich. G-Strich hängt von S ab. Das S steht hier in der zweiten Komponente. Das heißt, das ist die Ableitung nach der zweiten Komponente von dem F. Wo bin ich? Von dem f an der Stelle x plus h die Schlange minus die Schlange, die zweite Ableitung x die Schlange. Das Ganze in Klammern mal k. Jetzt, da kommt hier nochmal der Mittelwertsatz.
Ja, das ist dann das gleiche wie Mittelwertsatz jetzt für die erste Komponente. Dann steht hier die Ableitung nach 1, die Ableitung nach 2, f. Jetzt kommt hier eine Stelle wieder zwischen dem x und dem x plus h, die nenne ich c-Schlange. In der zweiten Eintrag behalten wir das d-Schlange mal h mal k. Was habe ich jetzt davon? Das, was hier steht, ja, das hier, ist das gleiche, was hier drüben stand. Tut mir leid. Das heißt, wir kriegen raus, dass die Ableitung nach der zweiten Komponente, die Ableitung nach der ersten Komponente an der Stelle C, D das gleiche ist wie die Ableitung nach der ersten, die Ableitung nach der zweiten, F an der Stelle C, Schlange, D, Schlange. Ah, okay, das habe ich noch nicht gesagt. Was ist das C, Schlange? C-Schlange an der Stelle, Mittelwertsatz. Ich habe den Mittelwertsatz für das hier angewendet, für ein C zwischen x und x plus h. Das heißt, jetzt betrachten wir den Grenzwert Limes h und h gegen 0 folgt aus der Stetigkeit, von dem hier. Und ich hatte gesagt, dass das hier stetig ist, aus der Stetigkeit von dem und dem die Behauptung. Ja, ich habe gezeigt, dass wenn Sie in diesem Quadrat drin sind, dass durch y und y plus h und x und y plus h, nein, y und y plus k und x plus h gegeben wird, dass in diesem kleinen Quadrat gibt es irgendwelche Stellen, wo die beiden übereinstimmen. Und jetzt machen Sie dieses Quadrat beliebig klein. Dann müssen die schon das gleiche gewesen sein.
Definition. Unser Ziel ist irgendwie, Differenzierbarkeit von Funktionen zu definieren. Ja? Und ich möchte ein bisschen mehr bei dem differenzierbar als partiell differenzierbar. Es ist irgendwie ein bisschen seltsam, dass partiell differenzierbare Funktionen nicht stetig sein müssen. Das heißt, ich möchte irgendwo hin, wo ich habe, dass ich sage, das ist jetzt eine differenzierbare Funktion und die ist dann automatisch stetig. Dafür brauchen wir diese Definition später nochmal. Wir sagen, eine Funktion klein phi, eine Abbildung von dem direkten Produkt von einem Intervall minus h bis h hoch n nach r. Das h ist eine reelle Zahl größer als 0 und das h dürfen Sie sich immer als klein vorstellen. Das sagen wir, die ist vom Typ ja, das ist der Typ klein u. Dann verwechseln Sie das nicht mit der Null. Soll also aber nicht der Nullvektor. Und wenn man genau sein sollte, sollte man noch schreiben für h gegen 0. Das ist ein u. Ein kleines u und das ist eine 0. Das ist auch eine 0. Ein Großteil von Ihnen ist Informatiker. Wenn Sie Laufzeiten von Algorithmen analysieren, dann haben Sie da die Notation, dass ein Algorithmus eine Laufzeit in irgendeinem Groß-O von n hat. Und in der Informatik haben Sie meistens groß O von n, n die Länge Ihrer Instanzen oder die Länge der Anweisungen oder des Problems. Und in der Informatik betrachtet man immer den Grenzwert, dass das n gegen unendlich geht. Ja, in der Informatik geht das groß n gegen unendlich, bei uns geht das h gegen 0. Ja, und das werde ich schreiben. Das phi ist aus dieser Klasse klein u von h, falls der Limes h gegen 0 von dem phi von h dividiert durch. Okay, und jetzt an der Stelle käme es nicht auf die Norm an, durch die Norm von h, falls das 0 ist. Und falls phi von 0 0 ist. Das ist die reelle 0, das hier ist der Nullvektor. Ja, das hier ist das ist die 0 aus dem direkten Produkt von n solchen Intervallen minus h bis h. Ja, immer wo ein klein o von h dort steht, können Sie sich vorstellen, wenn ich das durch ein h dividiere, dann geht das immer noch gegen 0. Eine Funktion in klein o von h geht vergleichsweise schnell gegen die 0 und sie geht schneller gegen die 0 als die Funktion h geht nach h. Übersetzen wir
aus der Analysis 1, was der Begriff Differenzierbarkeit, wie ich den jetzt ausdrücken würde, mit diesem kleinen O hier. Also, Anna 1 hatten wir irgendwelche offenen Intervalle. A kleiner als B, A und B aus R, F. Ja, und dann hatten wir x0, ich hatte da immer Ableitung, die Ableitung an der Stelle x0 aus diesem Intervall, aus dem offenen Intervall AB hatten wir uns angeschaut. Und jetzt da sage ich, behaupte ich, äquivalent sind erstens, die Funktion ist differenzierbar. In diesem x0 differenzierbar war, dass der Grenzwert von dem Differenzenquotienten existiert. So war das in Anna 1 definiert. Und zweitens, f von x0 plus h ist gleich f von x0 plus eine Konstante b mal h plus ein Phi von H für eine reelle Zahl B und ein Phi aus klein u von H. Sind der Beweis klar? Eigentlich schon, oder? Was müssen Sie machen? 1 nach 2. F ist differenzierbar, dann heißt das, müssen Sie zeigen, es gibt ein B und es gibt so ein klein Phi. Wie setzen Sie das B? Wie wählen Sie b, wenn ich Ihnen sage, die Funktion ist differenzierbar in f, in x0? B gleich, der Kandidat für das b ist einfach die Ableitung an der Stelle x0. Ja, und das Phi von h, okay, das soll 0 sein, wenn h gleich 0 ist. Und sonst ist das f von x minus h, f von x plus h, f von x. Sonst 0, 0. Ja, den Differenzenquotient, das, was ich durch h dividieren kann und das dann noch gegen... das dann noch gegen 0 geht. Und stopp, da muss noch mehr dazu hin. Das, den Differenzenquotienten minus b mal h. Dann geht's auf. Und die andere Richtung. 2 nach 1. Okay, wenn ich das hier weiß, dann weiß ich, dass 0 ist gleich der Limes, ja, das Phi war in Groß O von H, das heißt, wenn ich Limes H gegen 0 von dem hier betrachte, kommt 0 raus, dann stelle ich das hier um, die Gleichung hier, ja, wir gehen von 2 aus, das Phi schreibe ich als der Limes bleibt stehen, h gegen 0, phi kann ich schreiben als f von x0 plus h minus f von x0 minus
b mal h durch h. Und jetzt wissen Sie, diese Limes hier existiert, ja, dann kriegen Sie raus, das ist Limes h gegen 0 f von x0 plus h minus f von x0 durch h minus b. Steht hier 0 ist gleich das hier, dann ist dieser Differenzenquotient der Limes von dem hier ist dann gleich b. Und das b ist dann die Ableitung. Okay, den Satz kann ich Ihnen noch hinschreiben. Den Beweis machen wir erst. Der Beweis ist nicht schwierig, nur ein bisschen Rechnen, ein bisschen Schreibarbeit. Sei f von u nach r. Und jetzt möchte ich, dass es stetig partiell differenzierbar ist. Stetig partiell differenzierbar hatte ich nicht in der extra Definition, sondern das hatte ich in die Definition für stetig partiell differenzierbar hatte ich vorher mit so in einem Satz einfach mit definiert. Das bedeutet, Sie können das partiell ableiten und das, was dann rauskommt, die Ableitungen sind stetig. Das und dann brauchen wir einen Punkt x aus u. Dann gilt für ein h aus dem r hoch n. Jetzt machen wir das h wieder klein. Ja, und damit meine ich wieder, dass das x0 plus h, also so klein, dass x0 plus h aus u ist. Ja, sonst könnte ich nicht sagen, was f an der Stelle x0 plus h ist, wenn x0, hier wird jetzt kein 0. X habe ich hier geschrieben, ich muss hier ein x hin und hier auch. Ja, f von x, x plus h ist in u, das heißt f von x plus h macht Sinn, minus f von x, das ist die Summe i von 1 bis n, die partiellen Ableitungen nach der i-ten Komponente von dem f an der Stelle x mal hi plus klein o von h. Die Gleichung brauchen wir gleich noch. Ja, und dieses plus klein o von h ist ein Platzhalter für eine Funktion. Klein phi, die in dieser Klasse klein o von h ist. Das ist ein bisschen eine schlampige Schreibweise. Ja, ich schreibe hier eine Funktion, hier schreibe ich Funktionswerte hin, hier schreibe ich auch irgendwelche Funktionswerte hin und hier schreibe ich das hier hin. Ja, das ist ein Platzhalter. Wenn Sie sich die Gleichung hier anschauen
und jetzt da sich anschauen, was passiert, wenn h gegen 0 geht. Dann steht hier irgendwas, was schneller gegen 0 geht als die Funktion h. Ja, es ist schneller als die lineare Funktion. Hier steht jeweils ein h, wenn h gegen 0 geht, geht das hier gegen 0. Das heißt, die Differenz von den beiden hier muss auch gegen 0 gehen. Das heißt, jetzt haben wir, wenn ich das bewiesen habe, dann sehen wir plötzlich, dass dieses f hier stetig ist an der Stelle x. Das ist kein Widerspruch zu dem Beispiel, das ich vorher gemacht habe. Vorher hatte ich Ihnen eine Funktion gezeigt, die war partiell differenzierbar. Aber ich habe Ihnen nicht bewiesen, dass die partiellen Ableitungen stetig sind. Ja, das wichtige Wort, das hier jetzt dazugekommen ist, ist diese Stetigkeit hier. Okay, zwei Bemerkungen. Ja, ist eine Funktion stetig, partiell differenzierbar in irgendeinem Punkt x, dann folgt aus dieser Gleichung Kreuz die Stetigkeit von f. In dem Punkt x. Und ich werde im nächsten Paragraphen diese Gleichung Stern verwenden. Kreuz. Hashtag, wenn Sie wollen. Hash. Bedingung Hash werden wir im Paragraph 16 verwenden, um die Differenzierbarkeit. Das könnte man auch die Totale, ja, um's von der partiellen Differenzierbarkeit zu unterscheiden. Okay, machen wir heute 10 Minuten früher Pause, Schluss, nicht Pause. Jetzt kommt die Pause, 10 Minuten Pause, dann geht's weiter. Gibt es Fragen? Jetzt gerade kaum noch keine. Das heißt, nächstes Mal beweise ich Ihnen diesen Satz, dann kommen solche Ableitungsregeln, Kettenregel. Ja, also alles, was wir in Analysis 1 gemacht haben, Kettenregel, Produktregel, gibt es jetzt wieder. Dann beweisen wir einen Mittelwertsatz für solche Funktionen. Dann eine Taylor-Formel. Das ganze ANA-1-Programm machen wir jetzt in höheren Raumdimensionen. Und bisschen haben Sie jetzt das Gefühl dafür bekommen, dass das ein bisschen komplizierter wird. Okay, dann mache ich hier
Schluss. Ja.